Ach ja, das, was wir heute machen, das zählt auf jeden Fall zu den Sachen, die einfach boah, mega cool aussehen, aber geschmacklich taugen die wahrscheinlich überhaupt nichts. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber mein Bauchgefühl sagt, das kann geschmacklich nichts werden. Es wird wahrscheinlich überhaupt nicht schlecht sein, aber so richtig überzeugend tut das wahrscheinlich auch nicht. Wir testen heute Jelly Cakes oder Jelly Art Cakes. Ich habe die vor Jahren schon mal gesehen, habe es nie hinbekommen, an diese Nadeln zu kommen. Habe ich jetzt und deswegen testen wir das. Bevor wir ins eigentliche Video starten, würde ich mich noch mega freuen, wenn ihr mich unterstützt, meinen Kanal unterstützt und dem Video gerade einen Daumen nach oben da gibt. Kostet euch nichts, unterstützt mich aber unglaublich. Dankeschön und los geht's. Für diese Jelly Cakes habe ich mir jetzt schon die eigentliche Basis, wo das nachher alles reinkommt, vorbereitet. Das ist gerade im Kühlschrank und das, was aber da reinkommt, das müssen wir jetzt herstellen. Und dafür habe ich mir meine Zutaten schon abgewogen. Das Rezept verlinke ich euch gerne in der Infobox. Es ist nicht meins. Ich habe mich da auch einfach mal durch Google reingewühlt und reingesucht und habe das dann gefunden, was wir jetzt benutzen. So, hier in meinem Topf habe ich, in meinem geliebten Hoffmann-Topf, habe ich bereits gezuckerte Kondensmilch. Da kommt jetzt einfach nur noch normale Vollmilch rein und wahrscheinlich ein bisschen Vanille, wenn ich welche finde. Und hier in meinem grünen Töpfchen habe ich einfach nur etwas kaltes Wasser plus hier kommt jetzt gemahlene Gelatine dazu. Während die Gelatine jetzt am Quellen ist, erwärmen wir uns hier kurz die Milchmischung, dass die so etwas mehr als lauwarm ist, keine Ahnung, 40, 50 Grad. Irgendwie sowas. Nicht kochen, nicht brutal heiß, aber schon schön warm. Jetzt, wo meine Milch richtig schön heiß ist und meine Gelatine auf jeden Fall genug Zeit hatte zum Quellen, die sieht jetzt so ganz, ganz fies irgendwie aus, kommen die beiden einmal zusammen und dadurch, dass die Milchmischung hier ja warm ist, löst sich die Gelatine auch direkt. Und wir können dann relativ flott damit arbeiten. Und das tun wir, indem wir uns diese Milchmischung hier jetzt gleich einteilen und einfärben. Und für das Einfärben habe ich aus den hintersten Ecken meiner Schränke die Farben rausgesucht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit Lebensmittelfarbe gearbeitet habe. Aber es muss auf jeden Fall schon so lange her sein, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Und ja, eigentlich gibt es da nicht viel zu erklären. Ich werde mir die Menge hier jetzt gleich in drei aufteilen, mit Zahnstochern ein bisschen Farbe aus meinen Töpfchen rausnehmen und das Ganze dann einfach erstmal irgendwie einfärben. Und wie es dann weitergeht, da müssen wir uns, glaube ich, alle ein bisschen überraschen lassen. Kurz zu den Gläsern, die ich mir hier schon hingestellt habe. Ich habe mir, also das hier ist ja einfach nur Gelatine, Wasser, Zucker. Ich glaube, das war's. Da ist nicht viel bei und das habe ich nach der Anleitung von dem Rezept von der Lady gekocht. Habe das jetzt hier in unterschiedliche Gläser getan, damit wir mehrere Chancen haben, einfach erstmal zu probieren, wie diese unterschiedlichen Attachments hier funktionieren, bevor wir in meine große Schüssel gehen, wo es nachher dann hoffentlich ordentlich aussieht. Ich male den Teufel jetzt mal nicht an die Wand, aber ich glaube, das ist so ein richtiges Übungsding. Und da haben wir dann auf jeden Fall einige Versuche. So. Ist das hier alles gelöst? Ja. Soweit. So, ich lasse mir auf jeden Fall von der neutralen Masse hier was über, damit ich eventuell noch mal Farbe aufstocken kann oder noch weiter umfärben kann. Das Schöne an den Hoffmann-Töpfen ist, dass die super lang die Hitze halten. Das heißt, hier wird das auch nicht so schnell fest, wie es eventuell hier werden könnte. Und jetzt zum Einfärben. Lieblingsfarbe ist einmal Olivgrün. Jetzt wechsle ich mal kurz die Kameraperspektiven minimal. Und dann wird es spannend. Jetzt wird es witzig. Ich werde mein Handy jetzt unter eins von meinen Jelly-Dingern legen. Wenn das nicht immer richtig im Bild ist, dann verzeiht ihr mir das hoffentlich, aber ich kann es halt nicht erkennen. Und wir machen das Beste draus und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Ich schnapp mir jetzt hier diese komischen... Na? Also, eine Spritze haben wir. Nee. Und wir haben 10 verschiedene so...
Und ich glaube, wir machen einfach eins nach dem anderen, um zu probieren, wie unterschiedlich die alle sich verhalten. Einfach so drauf, ja. Okay. Und dann so drunter und Farbe. Holy shit. Okay. Ich mache einfach mal pink. Mhm. Dann Ihmchen hier drauf. Und dann, oh Gott, das wird ja schon voll die... Scheiße, okay, here we go. Rein, Farbe und raus. Nochmal. Okay. Ich glaube, so falsch mache ich das tatsächlich gerade gar nicht. Ich müsste nur selber einmal gucken. Moment. Okay, nee. Ja, ich glaube, ich muss da einfach mehr Farbe rein. Ich glaube schon. Okay. Das ist gar nicht so gruselig, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, das wird viel matschiger, aber nein. So, erstes Moped hier fertig. Machen wir mit dem hier weiter. Und mit dem hier. Oh, das sieht hübsch aus. Okay, oh Gott. Ein, zwei, rein mit dir. Und drücken. So, oh. Ah, okay. Vielleicht ist es auch nicht so dolly, dass ich der Abstand von Glas zu whatever. Okay, egal. Erster Versuch. Sieht eigentlich ganz cute aus. Okay. Ja. Okay, vielleicht doch gar nicht so schlecht. Guti. Dann lassen wir die, machen hiermit weiter und vielleicht noch eins von denen. Irgendwie ganz schön befriedigend, muss ich sagen. So. Und dann das hier. Ich glaube, das ist eher für Blätter, aber wissen wir nicht. Ach, ist es besser, wenn ich das so rum mache? Ich glaube nicht. Nee, oder? Oder so rum. Na, ich weiß nicht. Ich muss noch mal gucken. Das sieht voll süß aus. Okay. Okay. Jetzt machen wir dieses herzchenartige Ding hier. Ich glaube, dann war es das auch mit meinem Rosa. Warte mal. Oh. Das Gefühl, da ist zu viel Farbe oben drauf. Luft wieder raus. Okay. Und jetzt das herzartige Ding. Und dann so rum. Süß. Okay, ich glaube, bis auf dieser Pfütze da oben drauf bin ich tatsächlich gar nicht so schlecht dabei. Nice, okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich weitermachen soll. Lass mich einmal kurz Hände waschen, hier drüber wischen und dann machen wir mit den anderen weiter. Und ich guck mal, was ich hier getrieben habe. Hat das funktioniert? Nee, vielleicht so weiter von hier. Und dann noch eins drüber. Geht das? Was sagt man dazu? Ich hoffe, ich bin im Frame mit meinem Handy. Okay, also es macht, ich hätte es nicht gedacht, aber es macht tatsächlich total viel Spaß. Es ist voll aufregend, weil man nicht genau weiß, was man da tut. Man sieht es halt nicht direkt. Es ist mal was anderes und ich glaube, das ist so ein Ding, Learning by Doing. Je öfter man das macht, umso cooler wird das.
Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen weiter, klamüser mal so vor mich hin. Ja, und ihr könnt mir auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben. A, habt ihr überhaupt schon mal was von dieser ganzen Jelly Cake, Jelly Art Geschichte gehört? Und B, hättet ihr auch Interesse daran? Ich verlinke euch gerne das Set einfach mal in der Infobox, falls ihr euch das selber anschauen möchtet. Und ich wechsle nochmal, ja, das ist ein guter Vergleich. Ich habe einmal so ein spitzes Ding hier und dann habe ich das auch nochmal in schlank, aber in so ovaler. Gucken, wie das optisch den Unterschied macht. Also erstens, hier muss mehr Pudding rein. So. Komm, Mann, das ist voll süß. Ach, scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass ich da so viel Spaß dran habe. Aber nice, für genau solche Erkenntnisse probiere ich das ja für die Community letztendlich alles immer aus, ne? So. Boah, ich hoffe, ich treffe da. Da ist zu viel Juice obendrauf. So. Dann rosa. Ach shit, okay, okay. So, jetzt haben wir das Problem, dass das hier alles anfängt zu gelieren. Kein Wunder, wenn man was länger damit arbeitet. Das ist halt Gelatine, das soll sie auch tun. Ich werde das jetzt gerade mal für ein paar Sekunden in die Mikrowelle tun. Und dann geht's weiter. Meine 5 Probegläser sind alle bespritzt. That's what she said. Und ich traue mich jetzt hier an das Große dran, wo ich jetzt meinen finalen Versuch mitmachen wollte. Ich kann euch aber jetzt schon mit auf den Weg geben, falls ihr das auch mal probieren wollt und nachmachen möchtet, dann macht das auf jeden Fall auch mit den Probegläsern vielleicht gar nicht so verkehrt, aber guckt, dass ihr die Gläser bis oben zum Rand füllt, damit ihr in einem steileren Winkel da reinspritzen könnt und eben nicht die ganze Zeit so runterspritzen, weil dadurch verliert man einfach viel Fläche und Möglichkeit, wenn man nur in einem bestimmten Winkel an das klare Jelly drankommt. Also auf jeden Fall, ich meine, hier wäre das jetzt utopisch, aber ja, auf jeden Fall bis so gut wie voll machen in das Gefäß, in das ihr das eben schütten möchtet, mit dem ihr dekorieren möchtet. Und das Ganze dann machen. Dann ist es auf jeden Fall leichter, als so viel an Kante zu haben, dass man nicht richtig da reinkommt und da drankommt. Das ist ein bisschen doof. Was jetzt auch ein bisschen doof ist, ist, dass ich für meinen finalen Versuch hier euch nicht da drunter legen kann. Aber das hier ist ein geschlossener Würfel, der ist nur auf einer Seite leer und irgendwo muss ich mein Dome ja reinstellen und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das anderweitig machen kann, daher mache ich mal. Entlasst mich an dieser Stelle aus dem Video, wenn ihr sehen möchtet, das finale Ergebnis wirklich sehen möchtet und das alles vielleicht nochmal in einem schöneren Licht mit besseren Aufnahmen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Schaut auch noch, wie ich mich jetzt hiermit rumschlage und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euch das gefällt hat und was ihr zu dieser Jelly Art Geschichte sagt. Ich freue mich mega von euch zu hören und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut!